Aus Johannes 21. Etwas später in Galiläa am See sagte Petrus den anderen: Ich geh, fischen heute Nacht, kommt ihr mit? Doch sie hatten einen schlechten Schnitt. Nichts fingen sie in dieser Nacht, keinen einzigen Fisch ans Ufer gebracht. Ein Mann am Seerand fordert sie raus: Werft eure Netze noch einmal aus. Da wurden die Netze von Fischen schwer. Johannes rief aus: Es ist der Herr! Jesus lud ein: Kommt, frühstückt mit mir, bringt eure Fische zum Feuer her. Zum dritten Mal ist er ihnen begegnet und hat sie beim Frühstück mehr als gesegnet. Dann fragte er Petrus eindringlich: Simon, sag mir, liebst du mich? Herr, ich lieb dich all meine Tage. Doch Jesus stellte dreimal die Frage, dreimal verleumdet, dreimal gefragt. Petrus hat demütig Ja gesagt. Dann weide die Schafe, sprach der Herr, sei du ein Hirte, mehr und mehr. Folge mir nach, ich will dich führen, durch offene und sehr enge Türen. Der Fischer sah Johannes dort stehen, fragte: Wohin soll dieser denn gehen? Die Antwort von Jesus war deutlich, er sprach: Das überlass mir, folg du mir nur nach. Wenn er bleibt, bis ich komm irgendwann, wenn ich es will, was geht es dich an? All das wurde geschrieben, so klar und wahr, von dem, der dabei war, sein Jünger war. Jesu Taten gibt es noch so viel mehr, alle aufzuschreiben, das wäre zu schwer.